Sehr wichtig für mich ist herauszustellen, dass eine Heilpraktikerausbildung eine fundierte medizinische Ausbildung ist. Das bedeutet für die Heilpraktiker-Anwärter, dass sie sich mit Themen befassen wie Anatomie, Physiologie, Pathologie und Klinik. Ganz wichtig, dazugehörig zur Klinik sind Untersuchungsmethoden. Als Heilpraktiker hat man jetzt weniger Möglichkeiten, mit der Gerätemedizin zu arbeiten und ist deswegen schon auch sozusagen davon abhängig, was man mit den eigenen Händen in Erfahrung bringen kann, durch verschiedene Untersuchungsmethoden, durch die richtigen Fragestellungen, Befunderhebungen und Anamnesebögen. Diese Inhalte sind enorm wichtig, sowohl für die Prüfung als auch für die spätere Arbeit. Es ist also eine fundierte medizinische Ausbildung. Es gibt einige Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Die medizinischen Inhalte haben wir schon angesprochen, aber um das mal ein bisschen zu differenzieren, würde ich eben sagen, Themen aus der inneren Medizin. Es kommen Themen dazu aus den Infektionskrankheiten, verbunden natürlich auch mit verschiedenen gesetzlichen Grundlagen. Also Sie müssen sich sehr stark damit befassen, wo Ihre gesetzlichen Grenzen gesteckt sind, was Sie zum Beispiel behandeln dürfen, was Sie an die Ärzte verweisen müssen, welche Erkrankungen meldepflichtig sind und so weiter. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Themen. Ich sehe das immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Haben wir schon ein paar Mal erwähnt, die medizinische Basis ist ausschlaggebend. Vermittelt werden an vielen Instituten auch viele unterschiedliche Zusatztherapieausbildungen. Das geht von der Alternativmedizin, von der Homöopathie, Akupunktur und so weiter bis hin zu esoterischen Inhalten. Diese Dinge sind nicht prüfungsrelevant. Manche Themen werden Ihnen in der Prüfung auch schaden, wenn Sie diese erwähnen. Der Amtsarzt möchte sehr, sehr gerne vermittelt bekommen, dass die Teilnehmer bzw. die Prüflinge in Medizin sehr gut vorgebildet sind, Diagnosen stellen können, gefährlich abwendbare Verläufe erkennen und wollen gewisse Schlagwörter aus dem esoterischen Bereich lieber nicht hören. Es gibt kein offizielles Curriculum, was sehr wünschenswert wäre. Es gibt aber so einen roten Faden, der sich durchzieht im Verlauf der letzten 10, 20 Jahre, wo man als Schule eigentlich schon relativ genau sich daran orientieren kann, welche Inhalte jetzt besonders wichtig sind und unbedingt fundiert vermittelt werden müssen. Dazu gehören so Themen wie, ich habe es gerade, glaube ich, schon erwähnt, die gefährlich abwendbaren Verläufe. Das ist der Fachbegriff aus der Medizin. Das bedeutet, besteht für den Patienten eine Gefahr? Gibt es ein akutes, lebensbedrohliches Geschehen? Liegt eine Suizidalität vor, zum Beispiel? Andere Themen sind eben auch schon erwähnt, die Infektionskrankheiten. Ja, kann es Folgen für den Patienten haben, wenn der Heilpraktiker jetzt irgendwelche Symptome übersieht oder nicht richtig einordnen kann. Wichtig ist es, genügend Zeit sowohl für die Ausbildung, also für die Länge der Ausbildung, als auch für die Lerneinheiten einzuplanen. Der Heilpraktikerberuf ist ähnlich wie der Arztberuf von der Herangehensweise an die Medizin sehr viel anders strukturiert als viele andere medizinische Berufe. Bei anderen medizinischen Berufen hat man die Diagnose vorliegen. Beim Heilpraktiker- oder Arztberuf muss man in der Lage sein, aufgrund von diffusen Symptomen überhaupt erst einmal zu einer Diagnose zu kommen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wird sehr häufig unterschätzt. Man braucht ein enormes Wissen, um wirklich von einem Symptom wie zum Beispiel Bauchschmerzen
zu einer Krankheit zu gelangen. Wenn Sie einen Patienten haben, der zu Ihnen kommt und über Bauchschmerzen klagt, dann haben Sie eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, von einer ganz harmlosen Verstimmung, Magenverstimmung, sage ich jetzt einfach mal, bis hin zu einem ganz, ganz schweren Krankheitsbild, das lebensbedrohlich sein kann, kann sich dahinter alles verbergen. Sie müssen in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen, um einfach herauszufiltern, was für ein Geschehen bei dem Patienten jetzt gerade am Laufen ist. Sehr wichtig ist, dass eine Schule die Heilpraktiker-Anwärter mit hervorragenden Unterlagen und Unterrichtsmaterial unterstützt. Unterlagen sind enorm wichtig, denn damit arbeiten die Heilpraktiker-Anwärter zu Hause. Also hier wird sozusagen gepaukt. Unterstützend gibt es Lehrfilme, Bildmaterial. Es ist ja so, dass häufige Erkrankungen auch sichtbar sind. Ja? Also gerade im Bereich der Dermatologie zum Beispiel, ja, gibt es immer diese Blickdiagnose, Unterstützung in Form von Bildern oder Filmen. Das wäre sehr, sehr schön, wenn die Schulen ihre Teilnehmer damit unterstützen oder eben die entsprechenden Bücher empfehlen, die sowas bieten. Dann ist es natürlich wichtig, auch mit Prüfungsfragen den Teilnehmern unterstützend zur Seite zu stehen, also aktuelle Prüfungsfragen zu haben, die zu besprechen, warum ist was richtig, warum ist vielleicht auch diese Möglichkeit des Ankreuzens falsch. Also das Allerwichtigste aus meiner Sicht sind wirklich die richtigen Unterlagen, fundierte Unterlagen, die alles beinhalten, was in dem inoffiziellen Curriculum drin ist. Prüfungsfragen mit Kommentaren, damit die Heilpraktikanwärter, wenn sie Prüfungsfragen lösen, nicht 1000 Bücher brauchen, wo sie die richtige Antwort nachschlagen müssen, sondern eben alles in einem gesamten Paket zur Verfügung haben. Aus meiner Sicht ist es vernünftig, den Zeitrahmen auf 2 bis 3 Jahre anzulegen. Es gibt eine enorme Menge von Stoff, die man sich aneignen muss. Das dauert, das braucht Zeit. Es gibt verschiedene Fähigkeiten, die man entwickeln muss. Eben diese differenzialdiagnostischen Ansätze. Wie muss ich denken? Was muss ich in meine Gedankengänge alles mit einbeziehen? Das sind Fähigkeiten, die man entwickeln muss und das dauert auch. Es muss fundiert sein. Die Begleitung sollte stets da sein. Und von den Kosten her könnte man sagen, variiert es in etwa für die Heilpraktikerausbildung an sich. Also wenn jetzt keine alternativmedizinischen Inhalte großartig drin sind, könnte man davon ausgehen, dass es zwischen 4.000 und 5.500 Euro kostet. Das ist so ungefähr der Rahmen. In diesem Zusammenhang sollte sich jeder Heilpraktiker-Anwärter auch überlegen, dass es wichtig ist, eben sich die entsprechende Zeit zu lassen und sich nicht zu früh zur Prüfung anzumelden. Eine Prüfung kostet in etwa zwischen 450 und 500 Euro, also mündlich und schriftlich. Wenn Sie diese Prüfung nicht bestehen, dann haben Sie einen Verlust von 500 Euro. Also wäre es wirklich vorher sehr vernünftig, sich Gedanken zu machen, bin ich überhaupt prüfungsreif? Und auch in die Situation zu kommen, dass ich mich richtig einschätzen kann, ob ich auch prüfungsreif bin.